Beh, tieni tu di così. C'è già una distinzione all'interno della tradizione politica fra il potere. Es gibt ja in der politischen Tradition schon eine Unterscheidung zwischen Macht und Politik. Aber sie ist sehr verschieden von der, die wir erarbeitet haben. Was mich betrifft, so habe ich mich damit beschäftigt, dass man es bisher so sieht, dass Politik und Macht zu verschiedenen Zeiten auftreten. Es gibt Zeiten, in denen ganz normal Macht ausgeübt wird, und dann gibt es revolutionäre Zeiten, in denen alles neu gemacht wird. Man nennt das auch die politische Differenz. Und ich habe untersucht, wie diese Art und Weise, die Differenz zu sehen, sich in den inneren Ablauf einer Geschichte einfügt, die die grundlegende Bedingung nicht berücksichtigt, nach der die Politik sich definiert, nämlich den Ausschluss des Weiblichen aus der Politik. Wenn wir also über Macht und Politik als zwei verschiedene Dinge sprechen, dann beziehen wir uns nicht mehr auf diese Unterscheidung zwischen außerordentlichen Momenten und der gewöhnlichen Machtausübung, sondern wir sehen die Politik auf eine Weise, die diesen Dualismus nicht mehr nötig hat. Eine Politik also, die nicht immer weiter diese ständige typische Alternative reproduziert, wonach es einen Vater gibt, der von den Söhnen, die eine Revolution machen, umgebracht wird, dann übernehmen die Söhne selbst die Macht, werden dann noch übler als der Vater, werden dann wiederum umgebracht und so weiter. Stattdessen habe ich darüber nachgedacht, inwiefern es eine Dimension von Politik gibt, die es nicht nötig hat, den Vater umzubringen. So wie in der Geschichte der Frauen und in der Politik der Differenz. Da haben wir erkannt, dass es nicht notwendig ist, die Mutter umzubringen, sondern im Gegenteil, dass es notwendig ist, sie anzuerkennen, zu sehen, dass der Raum, in dem wir leben, nicht in solche klaren Zeiten unterschieden ist. Und dann haben wir versucht, die Tatsache etwas klarer zu sehen, dass der Feminismus unserer Ansicht nach eine Bedeutung von Politik hervorgebracht hat, die nicht die herkömmliche Bedeutung von Politik ist. Es geht deshalb darum, für diese Begriffe aufmerksam zu sein, um zu verstehen, was wir Politik nennen und was andersrum nicht so genannt wird.